Und wir müssen für das Season Goal noch 4 Passing Touchdowns werfen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal für diese Möglichkeit. Der war gut. Das war ein Touchdown. Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicular. Hier ist auch Raphael und ich habe heute einen weiteren Part unserer Spielerkarriere hier bei Madden NFL 16 für euch. Marcus Mariota heute gegen die Houston Texans. Im letzten Part ging es ja hoch her gegen die Patriots, haben wir gewonnen. Das hätte keiner für Möglichkeiten, denke ich mal. 2000 XP, wir sparen mal noch ein bisschen, bis wir den wieder verbessern. Mariota, was die Statistiken angeht, ist sicherlich nicht der beste QB. 10 Bester, was die Passing Touchdowns angeht, 5 Bester. Damit können wir einigermaßen zufrieden sein, denke ich, für die Rookie-Saison. 5 Bester bei Passing Touchdowns. Das ist in Ordnung. 7-7, 7-7 haben auch die Colts. Das heißt, es bleibt hier weiter extrem spannend. Und es geht heute gegen die Texans. Wir müssen eigentlich gewinnen, aber es ist ein Angstgegner. Die Texans sind Angstgegner. Sie haben uns schon einmal eine empfindliche Niederlage zugeführt. Und wir müssen heute sehen, dass uns das nicht nochmal passiert. Sollte das passieren und die Colts gewinnen, dann jetzt nächste Woche gegen die Colts das Endspiel. Und wir starten das Spiel gegen die Texans an der 28 der Texans. Für uns natürlich eine sehr schöne Sache, muss man sagen. Also hier ein guter Kick-off-Return-Run gewesen. 500 Yards dieser Saison hat der Sankey schon zurückgelegt. Das haben wir im letzten Spiel bereits gesehen. Und jetzt haben wir nur 18 Yards, um hier vielleicht in Führung zu gehen gegen die Texans. Wir müssen natürlich aufpassen. J.J. Watt, einer der Spieler, die uns hier richtig, richtig wehtun können in diesem Spiel. Und genau aus diesem Grund versuchen wir hier natürlich jetzt mit dem Pass heute zu gehen. 2012. Und der kam an 8 Yards Raumgewinn. Jetzt haben wir den 3. und 4. Stehen an der 11. Und das ist schon eine ganz gute Voraussetzung. So, der Quick Pass kann kommen. Der ist natürlich da gefährlich. Und dann Jungs, Jungs, Jungs. Hinterher. Hinterher. Schnappt ihr den? Oh mein Gott, da haben wir selber den Touchdown noch verhindert. Jadeveon Clowney. First Round Pick, beziehungsweise Overall, First Overall Pick aus dem 2014er Draft. Das sind hier Szenen, die sehen natürlich sehr lecker aus. Mann, Interception geworfen hier. Scheiße, keine Punkte. Aber die Texans punkten wieder nicht. Das ist schon wieder so ein bisschen wie gegen die Patriots. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das war Cushing. Der Junge ist ja auch nicht schlecht. Ah, ich hasse die Texans. So, daneben Corner Strike. Da müssen wir hier versuchen, irgendwie Druck zu machen über die Kollegen. Ja, mit dem Lauf geht's eben auch. Mariota, schön. First down, fast geholt. Second and inches. So, Laufspiel, sehr schön. Oh, viel Platz für Sankey. Sehr, sehr viel Platz. War gar nicht Sankey, war mit Cluster wieder. Der hat mir im letzten Part überhaupt nicht so gut gefallen. Der hat da ziemlich dumme Runs gemacht. Hier ging es jetzt einigermaßen 8 Yards Raum gewinnen. Können wir gut gebrauchen in dieser Situation. Trotzdem müssen wir zusehen, dass wir hier souverän weiterspielen und vielleicht auch die ersten Punkte endlich im Spiel machen können. Auch der war wieder nicht schlecht vom McCluster. So, Douglas ist da zum einen, zum anderen da in der Mitte. Natürlich. Och Gott, Junge, das ist nicht dein Ernst. Oh nein. Und das darf nicht passieren. Ganz ehrlich, da können wir 0 für. Da können wir 0 führen und müssen dann trotzdem mit den Konsequenzen hier am Ende des Tages leben. Der war nicht schlecht, das reicht zum neuen Ersten. Aber es ärgert mich, dass der davor nicht ankam. Das war ein schöner Raumgewinn, den wir da hatten. Und einfach genommen durch einen schlechten Tight End. Nächster Spielzug dürfte flat sein hier. Ja, wir werfen den hier rechts hin. Da war er frei, da haben wir ein bisschen Raumgewinn erzielen können. 2. und 7, Douglas war das hier.
Ab durch die Mitte heißt es wieder für Sankey und er läuft zum First Down, wenn ich mich nicht täusche. Ganz, ganz wichtig, Sankey hier für uns. Macht ein gutes Spiel, genauso wie Cluster, McCluster, der hat es auch relativ souverän bis hierhin gemeistert. Wir müssen jetzt Punkte holen, die Texans haben zwei Drives lang nicht gepunktet. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir jetzt hier in Führung gehen und zeigen, dass wir hier einen Anspruch auf den Sieg wollen. Und dass wir ganz fest eingeplant haben, dieses Ding hier zu holen. Es geht weiter vorwärts. Sehr schön. Wieder viel Platz da gewesen für den Running Back. Und er geht hier wieder zu einem guten Raumgewinn. Das war wieder Sankey, glaube ich. Er macht's gut. Der macht das wirklich gut. So, da auf Y war er frei. Gehen wir ihn. First down. Das ist wichtig, dass man sich immer Stück für Stück die neuen ersten Versuche holt. Egal, ob man jetzt viele Yards pro Spielzug macht oder nicht. So, sehr schön, den hält er endlich auch mal fest, sehr gut, geht vorwärts zur 8, zur 8. So, der ist wieder nicht schlecht, der ist gefährlich, aber das ist ein Touchdown. Das ist ein Touchdown, 7 zu 0 Führung, sehr schöner Pass hier. Auf den Kollegen mit der Nummer 14, dürfte Wright gewesen sein. Das ist immer ein bisschen schwierig, ich kenne mich da noch nicht so aus, ich merke mir immer nicht die Nummern zu den Namen, das sollte ich vielleicht mal machen. Aber wir gehen hier in Führung, das ist das Wichtigste. Exposed. Oh, der war wieder zu weit geworfen. Schaut euch an, wo der hinfliegt. Viel zu weit. 2010. Deep out. Ja, die scharen hier schon mal ein bisschen die Leute ran. Oh, schade. Das wäre schön, wenn wir die noch angebracht hätten. War völlig blank gewesen. 3.10 hier. Guten Druck ausgeübt. Die Defensive auf unseren Quarterback. Ander und ich bin gespannt, inwieweit das Ganze hier gut gehen kann. Der war nicht schlecht. Halt den fest, Junge. Nein, ich habe es befürchtet. Die sind einfach unfähig, was das Festhalten angeht. Es ist wirklich schade, aber so sind unsere Jungs eben. Nur der nächste Spielzug kann kommen, wenn er sich jetzt mal hinstellt. Ja, Junge, ich habe doch schon dreimal A gedrückt. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Wenn diese Verzögerung, du drückst A und die Leute stehen auch schon alle, aber anscheinend brauchen die ja nochmal so 2 Sekunden, bis der Spielzug tatsächlich starten kann. Kriegen wir hier die Strafe gegen uns, 5 Yards Raumverlust. Das ist nicht das, was wir wollen, das ist nicht das, was wir am Ende des Tages wirklich wollen. Ja, und da laufen wir irgendwo hin und kein Raumgewinn, aber auch kein Raumverlust, glücklicherweise. Walker auf der Hot Route. Und da laufen wir selber. Lauf selber, Marcus Mariota. Wieder Deep Out. Und diesmal ist da die A-Route frei. Halt den fest, er hält ihn fest. Ja, das war wichtig. Wenigstens in der Situation jetzt hier festgehalten. 34 bis zur Endzone. Und das ist natürlich jetzt wieder im Punktebereich. 0-1 Trap. Unser Running Back darf mal wieder. Der war nicht gut, der war nicht gut. Tight Slots Wham und wir schauen mal, ob wir nochmal durch die Mitte kommen. Ich probiere es nochmal mit dem Lauf. Diesmal gibt es wieder die Flag. Es gibt die Flag. Ich hab nur gesehen, dass da eine Hand hochgeht. Vielleicht Face Mask. Das ist nur eine Vermutung. Es gab ein Holding der Offensive. Das heißt, es gibt wieder eine Strafe für uns. 2019. Play-Action-Pass. Kann nicht schaden. Wir haben jetzt viele normale Sachen da am Laufen gehabt. Und den hat er gehabt oder was? Nein. Schade. Aber der Schiri sagte, wir gucken hier nochmal genau. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das ist schwer zu sehen. Doch. Doch, 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 doch. Der war drinne. Ja! Ja, der war drinne. Geiles Ding. Geiles Ding. So schnell kann es gehen. Da sind unsere Yards, die wir uns hoffentlich wirklich auch verdient haben. Und das ist ein schöner Pass gewesen, kurz vor die Endzone. Wenn wir hier Glück haben, dann erzielen wir wirklich noch einen Touchdown. Wäre natürlich überragend. Und wir müssen für das Season Goal noch 4 Passing Touchdowns werfen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal für diese Möglichkeit. Der war gut. Das war ein Touchdown. 14 zu 0 gegen die Houston Texans. Extrem wichtige Punkte in diesem Spiel. So, 4 Verticals. Und wir laufen mal selber wieder mit Mariota. Ah, schmeißen wir uns hin lieber.
Lassen die Zeit runterlaufen zur Not. Solange die anderen keinen Timeout nehmen, gehen wir mit 14:0 in die Halbzeit. Inside Cross, ich bin gespannt. Der sieht nicht schlecht aus, aber der wurde da wieder aufgehalten. Und deswegen verlieren wir am Ende sogar 2 Yards. Nee, doch nicht, war noch ein Raumgewinn, aber der war nicht so optimal. So, Route Running, ein bisschen besser bei dem Kollegen hier. Ja, der läuft. Schön gemacht von Mariota. Das war ein knappes Ding, der Verteidiger war da hinter uns sehr, aber wir haben tatsächlich geschafft, ihn abzuhängen und haben hier einen schönen First Down geholt. Gehen wir weiter mit dem Passspiel. Ja, da ist er frei, da kann er doch laufen noch ein bisschen. Da hat er auf jeden Fall Platz, denke ich. Sehr schön. Mal gut, dass wir den noch gesehen haben. Kam an und wir sind wieder in der Hälfte des Gegners. Ab geht's, oh, one trap. Senkei darf, Senkei will, Senkei macht. Und jetzt wieder hier Slots out. Ich bin gespannt. Der ist interessant, der ist gefährlich und den fängt er. Den fängt er, sehr schön. Das dritte Viertel neigt sich hier mehr und mehr dem Ende. Und da rechts haben wir wieder nur im Augenwinkel sehen können, dass einer frei war. Manchmal sieht man es einfach nur so im Augenwinkel. Werfen wir hin. 5 Yards Raumgewinn. Und ein Sieg wäre hier natürlich wichtig, das ist ganz klar. Ja, es gab die Flag, ich habe keinen gesehen, der frei war leider. Habe mich dann auch eher auf die Flag konzentriert und will es gerne wissen, weil wieso es die gab. Man sieht es hier, Cushing. Und ich bin mal gespannt. Gegen wen die ist? Es ist gegen die Offense. Wir müssen zurück. So, Deep Out allerdings schicken wir hier den Kollegen auf. Ah, weg. So, gut, nehmen wir das Sequel mit. Erhöhen wir hier auf 17:0. Ganz ehrlich, was haben wir zu verlieren? Gar nichts. Wir erhöhen hier auf 17:0. Nehmen wir das Sequel mit. 2 Minuten noch im dritten Viertel zu spielen. Die Houston Texans müssen ja überhaupt erst einmal punkten. Bisher läuft hier alles nach Plan. Und ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht. So, wieder out. Nee, der war nicht gut. Doch, der war gut. First down. Man soll ja immer nicht immer vorher schon sagen, was Sache ist. Ein 22-Yard-Catch hier. Und die Texans wieder ohne Punkte übrigens. Und was soll man dazu auch noch sagen? Die Texans machen uns das Leben heute nicht unbedingt schwer. Der war schön, aber incomplete. Und ich bin gerade echt so ein bisschen entzückt von diesem Team auf jeden Fall. Der war nicht schlecht, aber ganz ehrlich, auch da wieder aufgehalten. Das haben wir schon wieder in 3. und 10. Geht sehr schnell. Die Defense der Houston Texans ist natürlich überragend. Das ist klar. So, Walker darf. Oh ja, komm, da gehen wir selber für. Ja, Junge, was war das denn? Ich dachte, ich darf jetzt mal B drücken und einen Spin machen. Wir waren doch wohl schon vor der Line of Scrimmage oder was? Oh, das ist auch immer bitter. Illegal Forward Pass. Ja, ich dachte, ihr stellt das um, ihr Vögel. Oh. Und die Texans präsentieren sich hier in ihrer absolut schlechtesten Form, was die Offensive angeht. Das ist wieder kein einziger Punkt für das Gästeteam. Es bleibt also beim 17:0. Gab jetzt hier nochmal die Strafe. Ich bin gespannt. Offense, Defense. Es ist mal wieder gegen uns, wieder gegen die Offense. Und der 1. und 20 ist natürlich eine unschöne Sache. Aber da ist er frei gewesen. Da hält er den Ball fest. Sehr schön. Stehen wir wieder an der 33. Können wir eigentlich locker flockig das Ding runterspielen. 2. und 3. Wieder 0-1-Trap. Und da ist so viel Platz. Da ist so viel Platz. Senkei geht bis zu 18. Und wir machen natürlich so weiter. Es kommt das nächste Laufspiel. Das muss auch kommen. Bringt uns nur 1 Yard vorwärts. Leider nur 1 Yard. 2. und 9. Ab dafür, der nächste darf durch. Sehr schön. Das hat auch wieder funktioniert einigermaßen gut hier. 3. und 3. Noch 2 Minuten und 50. Und ich bin gespannt, ob wir mit diesem O-One-Trap, ja, aber locker. Locker hier zum First Down gehen können. 6 Yards noch bis zur Endzone. Es wäre natürlich schön, wenn wir einen Touchdown noch machen könnten. Und das wäre halt in der Tat schön. Wieder O-One-Trap. Ein bisschen geht's vorwärts, aber nur 1 Yard. Unsere Defensive, die Defensive der Titans ist in diesem Jahr so stark hier.
dass ich wirklich sagen muss, Hut ab. Zumindest gegen Ende der Saison packen die hier richtig einen aus. Und das macht mich wirklich schon so ein bisschen stolz, wie das hier funktioniert. Ich hätte ja nie gedacht, als wir diese Karriere gestartet haben, dass wir vielleicht um die Playoffs spielen werden. Aber es sieht in diesem Jahr einfach so gut aus. Und jetzt hier wieder die Interception, aber wir verhindern Schlimmeres. Schade, wir wollten den Touchdown, um hier unsere Season Goals zu erfüllen. Das ist eigentlich der ganze Grund, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Hat nicht funktioniert, aber wir gewinnen das Ding hier 17-0. Klar, drei Interceptions nicht gut für Mariota selber. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen auf die Confidence schauen, eventuell, ob wir da ein bisschen was verbessern müssen. Aber unterm Strich doch wieder eine sehr solide Leistung. Der Gegner gerade mal 20 Pässe, Rushing Yards, 60 Passing Yards. Das ist nicht die Welt. Und wir gewinnen das Ding hier mit zwei Passing Touchdowns, 187 Yards. Ryan Mallett hatte keine Chance. Und es wartet nur noch ein letztes Spiel auf euch in der Regular Season. Und zwar am nächsten Dienstag. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr wieder einschalten werdet. Danach geht's in die Playoffs. Mariota, das Let's Play, was also jetzt zuerst in die Playoffs gehen wird. Es wird gegen die Colts gehen. Und ich bin gespannt, wie die Colts gespielt haben. Ich glaube, wenn die Colts verloren haben, sind wir praktisch durch. Dann sind wir praktisch durch. Die Colts haben verloren. Ein ungleiches Duell. Ein ungleiches Duell. Wir lassen die Korken noch nicht knallen, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Und wir müssen hier wirklich sagen, dass wir zufrieden sein können mit dem, was wir erreicht haben. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben riesig freuen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Mal wieder. Checkt mal Facebook, Twitter und Instagram aus. Die Links sind in der Beschreibung. Wenn ihr uns abonnieren wollt, hier einfach auf den Abo-Button klicken. Falls ihr am Handy schaut, das Handy gerade halten und dann auf Abonnieren klicken. Und jetzt bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr in den anderen Videos wieder reinschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von Game Testicle HD.